Stein fand ich während eines Aufenthaltes in der Bretagne. Er ist weder besonders schön, noch könnte ich beschwören, dass eine Wirkung von ihm ausgeht. Und trotzdem ist es mir seitdem wichtig, ihn immer bei mir zu haben. Manchmal denke ich darüber nach, was dieser Stein schon alles gesehen hat, in wessen Händen er schon lag, wie viel Vergangenheit an ihm haftet, welchen Weg er nahm. Wenn sich jedoch ein Kriminalkommissar solche Gedanken über ein Foto macht, dann sicherlich aus einem bestimmten Grund. 15. September 1979. Ein ganz normaler Spaziergang. Ehepaar Böhm erinnert sich. Sie waren gerade in ein Gespräch vertieft, als sie eine grausame Entdeckung machen. Muss das sein? Immer das Genöle über die Nachbarn und ihr schlimmes Bein. Nein, Herbert, nicht! Vielleicht kann man noch was helfen! Da ist wohl nichts mehr zu machen. Am 15. September 1979 erhielten wir am Nachmittag einen Anruf von Herrn Böhm. Er meldete den Fund eines Erhängten im Wernerwald. Ich fuhr sofort hin. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, Mitte 50. Er war bekleidet mit einer Jeanshose und einem rot karierten Hemd. Der Tote trug keine Uhr, seine Taschen waren völlig leer. Wir fanden weder Geld noch Papiere bei ihm. Dass wir eine Leiche nicht sofort identifizieren können, ist zunächst einmal für uns nichts Besonderes. Zuerst überprüfen wir die Todesursache. Deshalb traf ich mich als erstes mit dem Gerichtsmediziner in der Pathologie. Schönen guten Tag, Herr Lindenberg. Na, wie sieht's aus, Doktor? Strangulation. Sie sehen hier die typischen Strangulationsfurchen. Ja. Ich würde sagen, Tod durch Erhängen. Tja. Schreib's mal auf. Ja. Der Gerichtsmediziner erhebt als nächstes einen Zahnstatus. Dieses Schema kann mit den Karteien der Zahnärzte verglichen werden. So lassen sich Tote identifizieren, die besondere Zahnmerkmale aufweisen. Das da auf der Brust, das sieht ja aus wie ein Segelschiff. Oder eine Kocke. Vielleicht war mal Seemann. Aha. Die drei Punkte hier ziemlich verrutscht, sehen aus wie Knastpunkte. Vielleicht hat der Mann mal gesessen, dann wissen wir sehr bald, wer er ist. Kronen. 3, 6 bis 3, 3. Dann werden von der Leiche Fingerabdrücke genommen und schließlich werden noch einige Fotos gemacht. Die drei tätowierten Punkte an der Hand werden oft von Ganoven getragen. Sie stehen für Liebe, Glaube, Hoffnung, was immer das auch bedeuten mag. Die Vermutung, dass unser Mann früher einmal straffällig geworden war, lag also nahe. Deshalb übermittelte ich seine Fingerabdrücke an den Zentralcomputer des BKA. Die routinierten Methoden von Kriminalistik und Gerichtsmedizin haben schon viele Geheimnisse gelüftet. Hier kommt Kommissar Wittenberg jedoch mit seinen Untersuchungen nicht weiter. Ich war ziemlich überrascht und enttäuscht, als ich das Ergebnis erfuhr. Negativ. Scheiße. Alle herkömmlichen Methoden versagen. Die meisten Menschen werden früher oder später von ihren Angehörigen oder Freunden als vermisst gemeldet. In diesem Fall passte keine Beschreibung der vermissten Person auf unseren Toten. Die Polizei schaltet die Medien ein. Meine letzte Hoffnung waren die Tageszeitungen. Wir veröffentlichten das Foto des Toten und fragten, wer kennt diesen Mann? Frau Kress, eine Zeugin, erkennt den Toten wieder. Jeder Hinweis kann von großer Wichtigkeit sein. Nach jeder Meldung in der Presse erhalten wir Hinweise aus der Bevölkerung, die allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Ja,
guten Tag. Ich rufe an wegen der Zeitung. Also wegen dem Mann in der Zeitung. Den kenne ich. Ich meine, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn gesehen im Wald bei einem Zelt. Aber das wissen Sie vielleicht schon. Ach so, ja. Mein Name ist Kress. Schubertstraße 8. Ja, ich bin ganz sicher, dass das der Mann ist, der aus der Zeitung, den ich gesehen habe. Ja, hier war er. Die Angaben von Frau Kress klangen zunächst glaubwürdig. Deshalb trafen wir sie sofort und gingen mit ihr zu der Stelle, an der sie den Mann gesehen hatte. Ja, genau, da drüben, da war der Mann. Und da war so ein kleines Zelt. Da hat er wohl gelebt in dem Zelt. Ist kein Zelt zu sehen. Sind Sie sicher, dass Sie den Mann hier gesehen haben? Ja. Ja, und was hat er denn da gemacht? Ja, wie soll ich denn das wissen? Ich gehe doch nicht darüber und frage, was machen Sie denn da? Ja, denken Sie, ich erzähle Ihnen Märchen? Das Zelt war hier und der Mann auch. Doch die Kripo findet zunächst nichts. Das grüne Dickicht verbirgt jede Spur. Auf den mysteriösen Toten. Ich hab. Schnaps. Na bitte, was habe ich gesagt? Und Sie wollten mir nicht glauben. Auch in dem Zelt fanden wir keine Personalpapiere, nur ein Foto und diese Schreibmappe. Als ich den ersten Bogen genauer ansah, machte ich eine Entdeckung. So, da bin ich wieder. Ja, dann zeig mal her. Hier, das ist es. Wenn du genau hinsiehst, dann kannst du Druckspuren erkennen. Durchgedrückt vom Bleistift oder vom Kugelschreiber. Das würde ich gern deutlicher sehen. Ja, das machen wir doch. Okay. Vielleicht bringt uns das weiter. Liebes Kleines, ich muss mal wieder weg, komme aber bald wieder und bringe dir dann auch etwas Schönes mit. Grüß Mutti von mir, dein Heinz. Mein liebes Kleines, ist das jetzt seine Tochter und Mutti seine Frau? Oder Mutti seine Mutter und mein Kleines seine Frau? Ein Abschiedsbrief sein oder aber auch eine völlig nebensächliche Notiz. Nützt dir das was? Eventuell. Wenn er Familie hat, dann melden die ihn vielleicht bald als vermisst. Aber woher weiß ich denn, ob unser Tutor das selbst geschrieben hat? Ich habe da noch ein Foto. Alt, wahrscheinlich bei seiner Hochzeit aufgenommen. Wenn wir herausbekommen, um welche Kirche es sich handelt, dann hätten wir wirklich was in der Hand. Es gibt einige tausend Kirchen in Deutschland. Sie von den örtlichen Kollegen mit dem Hochzeitsfoto überprüfen zu lassen, hätte Monate gedauert. Abgesehen davon, dass die Kosten einer solchen Aktion horrend sind. Gott sei Dank hatte ich eine bessere Idee. Ich fand heraus, dass es überregionale Kirchenzeitschriften gibt. An diese schickte ich das Foto mit der Bitte, es zu drucken. Ich hoffte darauf, dass ein Pfarrer oder Pastor seine Kirche wiedererkennen würde. Und ich hatte tatsächlich Erfolg. Ein Pfarrer aus Rehau, Oberfranken, erkannte auf dem Foto das Portal seiner Kirche und den Kripo-Kollegen vor Ort gelang es, das Brautpaar zu identifizieren. Zu unserer Überraschung handelt es sich bei dem Bräutigam nicht um den von mir gesuchten und weder das Brautpaar noch die Hochzeitsgäste kannten den Toten. Ich war wieder einmal in einer Sackgasse gelandet. Das gibt's doch gar nicht.